Herzlich willkommen. Sebastian Seidel als Kameramann und ich, wir freuen uns, Ihnen heute wieder einen Blick in ein Künstleratelier zu gewähren. Wir sind heute bei Alfred Müller am Schlossberg. Alfred, du warst 2017 involviert in die Ausstellung Metall ist nicht alles Gold, was glänzt in der Pforzheim-Galerie. Du hattest dort eine Arbeit beigesteuert. Das war die Susi Panisch, ne? Genau, die war damals relativ neu. War ja ein älteres Bild, was ich für die Ausstellung speziell dann versilbert, nenne ich es, ja. Monochrom mit Silber verspritzt habe. War allerdings eines der ersten, wo die Farbe noch durchschimmert. Ja. Also das war so eine Übergangsphase zu den bunten Bildern, die man jetzt sieht. Und so ein Abschluss auch. Und ja, hat eigentlich auch in dem Bild Susi Panisch steckt auch eigentlich alles drin, was mich die letzten 20 Jahre oder länger beschäftigt hat. Ja. Also diese Silberbilder, die ich davor gemacht habe, hat es nochmal so auf den Punkt gebracht. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Also mag ich keine Farben? Genau, du hast die Farbe ausgelöscht. Ich habe die Farbe ausgelöscht, ich habe bunte Bilder gemalt und habe die dann monochrom überspritzt, was ja einerseits ein aggressiver Akt ist, aber andererseits sind die hinterher für mich einfach schöne Bilder. Ja? Also, ist auch wie veredelt. Richtig, ja, genau. Versilbert, also im Sinne von, also thematisiert ja auch das Verkaufen von Malerei, versilbern, ne? Geld ausmachen oder so. Ne? Also da steckt vieles drin in diesem Versilbern. Und was vor allen Dingen sieht man dann die Oberflächen, also so wie eigentlich auch meine Malerei dann entwickelt aus diesem Überspritzen, dieser Arbeit mit der Oberfläche. Das sind jetzt eigentlich auch diese ganzen neuen Arbeiten so daraus hervorgegangen mit dieser starken Textur oder Struktur, die haben. Das kam eigentlich alles über diese Silberbilder. Da achtet man stark noch auf die Strukturen. Genau, also die mussten ja einfach so gemalt sein, weil wenn man sie dann überspritzt, dann sieht man nur noch, was da drauf ist, wenn eben eine starke Struktur da ist. Ne? Also das Motiv war nicht weg, aber es hatte so einen metallischen Glanz dadurch. Ja? Also ich bin also inspiriert worden, das war schon in den 80ern, als ich Jeff Koons entdeckt habe, ja, mit seinen Edelstahl-Chrom-Arbeiten. Die fand ich damals so cool, dass ich, ja, das war ja, 89, 90, habe ich mein komplettes malerisches Werk versilbert. Also alle Bilder, die ich jemals gemalt habe, habe ich monochrom überspritzt. Und hatte dann aber plötzlich ein Werk, sozusagen. Ne? Und das damals war ich so 30. Ja. Und dann habe ich das über die Jahre immer wieder weiterentwickelt, variiert und hatte allerdings auch so einen Bruch in meiner Biografie, wo ich dann weg bin aus Berlin, so frustriert damals, Ende der 90er Jahre, ja, und nach Pforzheim zurückgekommen bin. Und dann war es eigentlich so, dass 2013 hat ein Berliner Sammler angerufen und wollte speziell diese Silberbilder kaufen. Und das war dann so ein Punkt, wo ich die wieder aufgegriffen habe. Und die sagen, obwohl sie die Ältesten 20 Jahre alt waren, sahen sie aus wie nagelneu. Okay. Was ja auch eine Bestätigung ist, auch dass sich jemand zwar eigentlich 15 Jahre später interessiert, ja, die noch kaufen will. Das war dann so ein richtig starker Antrieb, da anzuknüpfen. Ja, ja, und passt ja toll auch in unser Thema, das wir zum Jubiläum haben. Genau, Pforzheim als Goldstadt, ich male ich thematisiere das Silber. Ja. Ja. Das ist natürlich auch, Alfred, zwei, drei Sachen nochmal zu deiner Technik vielleicht. Also wir haben ja gerade über Farbe oder Negieren von Farbe oder Überarbeiten von Farbe gesprochen. Aber was natürlich insgesamt eine große Rolle spielt, ist der Gegensatz zwischen Struktur, zwischen diesen aneinandergesetzten farbigen Punkten, dann der einfachen Konturlinie, auf der anderen Seite die glatte Fläche, die geschwachtelte Fläche. Es ist ja auch interessant, das ist eine Malerei, die aber nicht von der gemischten Farbe lebt.
Also gemischt sind die einzelnen Linien, da mische ich schon Farben, aber dann sind wir natürlich konsequent genau aufgetragen. Das ist richtig. Und wenn vermischen Sie sich dann natürlich im Auge des Betrachters. Ne? Aber ansonsten ist es genau, werden die Farben nicht gemischt, sondern rein auf die Leinwand gesetzt. Und mir ist immer ganz wichtig, so für mein Wohlgefühl, wenn ich ein Bild anschaue, dass es nicht nur dick pastos ist, sondern dass da auch immer Flächen drin sind, die fast das ganz leer sind. Genau, oder das Spray. Ja. Die dann glatt sind, ja, also es muss immer so, ein harmonisches Gleichgewicht ergeben. Für mich jetzt, für mich persönlich, war mir schon immer früher ganz wichtig, dass die eine Struktur haben, aber eben nicht die Leinwand nicht ganz zugemalt ist, sondern dass sie atmen kann. Ne? Mhm. Genau, also der Untergrund spielt genauso auch eine Rolle und Schrift spielt auch eine Rolle. Schrift habe ich schon immer, ja, war schon immer wichtig für mich. Immer Sätze oft in meinen Bildern gehabt, ja, oder irgendwelche Schlagworte, nach denen ich auch wochenlang gesucht habe. Die sollen nicht so kompliziert sein, sondern irgendwie selbstverständlich sein, aber trotzdem so eine spezielle, präzise Aussage haben, ne, wie Kill the Past. Ja. Da steckt noch immer nicht viel drin. Ne? Auch in deinem künstlerischen Sinne wieder. Genau, also irgendwas zu zerstören. Ja. Ne? Also das thematisieren die Silberbilder ja auch. Die Vergangenheit, also zum Blick in die Kunstgeschichte auch, ganz allgemein, war für mich immer wichtig, auf andere Maler, was dann in Bildern auch auftaucht. Also das steckt dann da alles eben drin. Ne? Du hast damals in Karlsruhe in der Akademie am Basellitz studiert. Spielt da noch irgendeine Rolle für dich? Naja, also klar, also ich verfolge natürlich, was der macht. Der ist ja nach wie vor ganz groß im Geschäft, aber ansonsten spielt das nicht jetzt für meine Malerei keine Rolle mehr, ganz konkret, aber ich mache mein eigenes Ding inzwischen. Und schätze ihn natürlich als Kollegen sehr und mag seine ganz frühen Arbeiten sehr. Und, die Heldenbilder. Ja, finde auch bewundernswert, also, wir in seinem Alter jetzt noch diese riesigen Formate malen. Mhm. Das würde ich in dem Alter natürlich auch noch gerne machen. Ne? Ich muss dich natürlich anlässlich der Situation heute gerade auch fragen, wie ist es mit der Corona-Krise? Hast du dadurch Einbußen, haben sich Projekte verschoben oder inspiriert dich das? Wie gehst du künstlerisch damit um? Ja, beides. Ja. Also ich habe nämlich einige Ateliersuche, die ich gehabt hätte mit potenziellen Kunden. Ne? Haben nicht stattgefunden, Galeristenbesuche auch nicht. Also das trifft nicht nur mich, sondern alle, die irgendwie kreativ sind natürlich. Inspiriert hat mich Corona auch. Ja. Also ich bin sehr aktiv auf Instagram, habe sehr viele Stories immer die für Instagram. Ne. Okay. Ich habe auf dem Dach oben einen Livestream gemacht. Ich habe hier an das gegenüberliegende Haus Projektionen gemacht, weil im Moment sind alle ganz stark im Internet, noch mehr als früher. Und um dem was entgegenzusetzen, habe ich da draußen was hinprojiziert, ohne Publikum mehr. Bilder gemalt, wobei, ja, das ist ein neues zu dem Thema, oder wie das drauf ist. Muss ich aber sagen, das wird sicher das Einzige bleiben. Also okay. Jetzt, ich habe schon so Themen, ja, wegen der Hände habe ich schon davor, auch so religiöse Themen im weitesten Sinne. So ikonische. Ja, so ikonische hatte ich schon, weil mich, auch seit ich in Mexiko war, Totenköpfe und sowas tauchen teilweise dann in Arbeiten auf. Also dieses... Katrinas. Genau, also das... Insofern ist es auch in den Bildern drin. Vielleicht habe ich es auch schon vorausgeahnt. Ich mache so Untermalungen mit Leuchtfarben und habe dann für mich so den Titel formuliert, Painting for Dark Times, also Malerei für dunkle Zeiten sozusagen, ne? Die leuchten im Dunkeln. Ne? Also das war vielleicht so eine Vorausahnung. Ne? Also thematisiert ist es irgendwo schon. Ne? Genau. Ja, lässt uns natürlich alle nicht kalt. Ja, richtig, ja. Leider.
Ja, wir gucken ja ein bisschen voraus, dich vielleicht auch bald mal wieder in Pforzheim zu sehen mit deinen Arbeiten. Mhm. Gemischte Doppel, genau. Ja, ist ja schon geplant. Alle Künstler sind informiert. Deine Partnerin ist Anke Eiler-Gerhardt. Mhm. Ja, da freue ich mich auch drauf, weil die Anke habe ich ja schon kennengelernt in der letzten Ausstellung in der Städtischen und habe sie jetzt erst vor kurzem in Berlin besucht. Mhm. Und also unsere Arbeiten passen auch tatsächlich sehr gut zusammen. Ich fühle mich auch wie so ein Konditor. Ja, genau. Sie arbeitet auch so ähnlich mit Silikon. Und Struktur spielt auch eher eine Rolle. Und sie ist auch so ein netter Mensch. Ja. Also wir hoffen, dass es 2021 dann klappt. Ja. Und dass es nicht zu sehr nach hinten verschoben wird, freuen uns aber alle schon. Und für heute erstmal ganz herzlichen Dank für den Einblick, den du uns in dein Atelier gewährt hast. Ich habe zu danken. Ne? War und schön. Ich freue mich immer, wenn jemand vorbeikommt und sich als Lagerfeuer setzt. Genau, eben. Genau.